Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute zocken wir Drunk or Dead 2. Ja, es geht natürlich um Alkohol und Ballerei und Zombies, wie beim ersten Teil auch. Wir werden wieder ordentlich was hinter die Binde kippen und dabei versuchen, möglichst zielgenau Zombies zu ballern. Völlig verrückt, aber das ist jetzt halt der zweite Teil. Ich werde euch einige Szenen zeigen. Danke an meine Sponsoren, Woodius VR, Opperman Events, Virtual Scale, Slim Beats und Aeroflight vs. Flight Simulator. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. Ja, Drunk or Dead 2. Dass das nichts für Kinder ist, schätze ich mal, versteht sich von alleine. Ja, also das geht wirklich um Saufen und Alkohol. Und dementsprechend ist das Thema klar. Also, ja, man startet das Spiel, man kann am Anfang so einen Charakter auswählen, kann man Mann oder Frau nehmen, je nachdem, wie man Bock hat. Kann man auch in so einen Raum gehen, wo man so einen Spiegel hat und dann kann man den sich auch anschauen oder so. Man kann ein bisschen was an den Einstellungen, Grafik, Sound, kann man ein bisschen was ändern, Charakter kalibrieren und so. Und ja, danach geht man auf so eine Karte zuerst macht man so ein Training. Da kriegt man da beigebracht, ja, wie lädt man die Waffen nach, wie trinkt man was, worauf muss man achten und so. Und muss man so ein paar, Silhouetten-Zombies killen, also noch keine richtigen, damit man so weiß, wie das geht. Danach geht man in den Hauptraum zurück und kann dann auf so einer Karte, kann man dann die Mission wählen. Als erste Mission, da ist man dann in so einer Bar zum Beispiel. Und das kennt man zum Beispiel noch aus dem ersten Teil, da muss man halt, ja, wie irre saufen. Also man hat ja an der linken Hand hat man so eine Art Uhr und da sieht man halt den Alkoholgehalt. Und je nachdem, wie viel Treffer man abbekommt, dann geht das runter und dann muss man saufen. Dann kann man Flaschen trinken, Schnaps trinken, all so ein Zeug kann man dann trinken und kriegt dann wieder Energie und kann dann länger überleben. Und während man säuft, muss man aber die Zombies killen. Das sind verschiedene Zombies, die einen sind langsam, die anderen haben viel Panzerung, die anderen explodieren, die anderen rennen schnell rum und weiß der Geier was. Und da muss man halt so lange überleben, bis dann so ein Truck dann am Schluss kommt in der ersten Mission. Man hat auch verschiedene Waffen, man hat so Pistolen, mit denen habe ich es am besten insgesamt hingekriegt, weil man die ganz einfach hier hinter den Kopf hält und dann nachlädt und unendlich schießen kann quasi. Und danach landet man dann wieder, wenn man das geschafft hat, in dem Raum. Da gibt es so einen Hauch von einer Story. Da ist jetzt so eine Dame, die hat dann die Bar verloren und dann ist sie bei uns dann mit im Raum drin und so. Aber das kann man eigentlich vernachlässigen. Und danach in der zweiten Mission ist man dann so draußen und da kann man dann schon, man kann zwar sich nicht frei bewegen, aber man kann zumindest an verschiedene Stellen springen und von da aus dann ballern. Das ist ein bisschen schwieriger, weil da sind auch so Sniper-Zombies und alles. Und da muss man dann auch wieder saufen und überleben. Also es geht einfach die ganze Zeit um Wellen von Zombies, die kommen, die man kaputtballern muss und währenddessen säuft man. Das ist halt, deswegen heißt das Spiel auch Drunk or Dead, ganz klar. Ja, so läuft das dann immer weiter. Also das hier war jetzt eine Demo, da konnte man zwei Missionen zocken. Später hat man dann auf der Karte noch mehr zur Auswahl. Aber letztendlich ist das dann natürlich auch nur Saufgelage und Ballern. So, hier so sieht die Steam-Seite aus. Da könnt ihr dann natürlich jetzt schauen, ne? So könnt ihr dann später noch ballern und alles Mögliche. Ich habe jetzt noch keinen Preis von dem Spiel, keine Ahnung. Also ich würde auf gar keinen Fall mehr als 20 Dollar bezahlen, dafür ist es das nicht wert. Ich meine, wenn ihr wirklich auf Schießereien und auf so einen Partyspaß Bock habt und Action, dann ist das vielleicht was für euch, aber für mich ist das einfach zu stumpf. Das ist richtig stumpf. Du machst die ganze Zeit und ballerst da rum. Vielleicht kann man das Spiel besoffen zocken. Das ist vielleicht der Sinn, weiß ich nicht. Aber ich will jetzt nicht besoffen hier vor der Kamera stehen und das ausprobieren. Müsst ihr selber machen. Ja, auf jeden Fall nichts für Kinder und relativ stumpf. So sieht's aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de